So, liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Zweitkanal. Ihr seht es schon, wir sind hier gerade irgendwo im Nirgendwo. Ich muss heute eine Reparatur vornehmen an dem Auto von meiner Frau. Und also ich habe jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr viele Reparaturen vorgenommen oder mehr oder weniger. Es sind eher Inspektionen gewesen. Und ich dachte mir, jetzt ist mir irgendwie so der Geistesblitz gekommen, warum nehme ich das nicht einfach mal auf? Denn ich selber, wenn ich jetzt gucken muss, was ich an so einem Auto machen muss, gucke ich halt immer auf YouTube nach, was ich machen muss. Sind also ultra hilfreich, diese Videos auf YouTube. Da dachte ich mir, ach komm, mach ich doch einfach mal selber eins. Das muss jetzt hier nicht unbedingt hilfreich für irgendjemand sein, sondern eher unterhaltend. Aber vielleicht ist es am Ende auch noch beides. Wir müssen nämlich heute den Anlasser wechseln. Das ist eigentlich ein Bauteil, was man nicht wechseln muss, weil es eigentlich nicht zu den Verschleißteilen zählt. Aber der zieht hier immer nach. Ich blende euch mal gerade ein Video ein, wie sich das anhört. Und es ist halt ein unschönes Geräusch. Und deswegen haben wir einen neuen Anlasser gekauft. Beziehungsweise ich habe jetzt inzwischen Anlasser Nummer 4 und 5 hier. Denn die ersten drei Anlasser haben alle nicht gepasst. Mir wurde dreimal von dem Online-Shop, also es waren drei verschiedene Online-Shops, wurde mir dreimal der falsche Anlasser geschickt. Jetzt habe ich direkt zwei andere bestellt. Welche eigentlich, ja, komplett andere, die auch ein bisschen teurer waren. Aber in der Hoffnung, dass es diesmal die richtigen sind. Das Problem ist nämlich, von den Bildern her im Shop waren es die richtigen, aber die haben mir einfach komplett andere jedes Mal zugeschickt. Also anscheinend gehen die alle irgendwie nach derselben Datenbank und haben immer zu der Artikelnummer die falschen Bilder. Also verschiedene Online-Shops, auf eBay auch teilweise, keine Ahnung. Deswegen habe ich jetzt mal andere bestellt, die ein bisschen teurer waren. Die sehen rein optisch, passen jetzt schon mal rein, werden wir gleich sehen. Anlasser muss auf jeden Fall raus, neuer Anlasser rein. An der Seitenhintertür ist eine kleine rostige Stelle, die müssen wir abschleifen und da den Rost entfernen. Und was ich jetzt schon letzte Woche gemacht habe, was leider jetzt im Video nicht zu sehen ist, ich habe Ölwechsel gemacht, ich habe den Ölfilter gewechselt, Innenraumluftfilter gewechselt, Luftfilter gewechselt und den Keilriemen habe ich gewechselt und ich habe mir die Bremsen angeguckt. Das ist alles quasi schon offscreen passiert und jetzt in diesem Video werden wir mal den Anlasser wechseln und die rostige Stelle am Auto entfernen. So, ich hoffe, man sieht die Stelle an meinem Finger. Ich sehe hier gerade nichts am Bildschirm. Hier ist eine ganz kleine rostige Stelle. Und wenn man die nicht behandelt, wird irgendwann die ganze Tür wegrosten. Das ist jetzt, glaube ich, inzwischen die vierte oder fünfte kleine rostige Stelle an diesem Auto, die ich überarbeiten muss. Das ist halt das Problem, wenn man die Tür aufwirft oder hier irgendwas gegenknallt und man behandelt es nicht, wird irgendwann rostig und dann, ja, steigt der Aufwand immer extremer. So, ich habe jetzt hier einen Akkubohrer mit vorne so einem Aufsatz, der so ein bisschen, ja, so eine raue, ich weiß nicht, wie man es genau nennt. Auf jeden Fall kann man mit dem ganz gut schleifen. Und jetzt muss ich versuchen, ganz punktuell erstmal den Rost zu entfernen. Und wenn der Rost, der komplette sichtbare Rost weg ist, gehe ich mit Rostentferner rauf oder Rostumwandler. Nach einer Stunde nochmal mit Rostumwandler. Dann muss man es 24 Stunden einwirken lassen und morgen gehe ich dann hier mit einem kleinen Tupfer Lack rauf und dann sollte man es fast nicht mehr sehen. Schon gut aus, aber am unteren Rand sehe ich noch ein bisschen kupferfarben, also so rostfarben. Deswegen werde ich noch ein ganz, ganz bisschen nach unten wegschleifen. Ja, so sieht es gut aus. So ist auf jeden Fall der komplette Rost weg. Also was man jetzt vermeiden sollte, ist, dass das hier am Lack runterläuft und dann, also gut, wenn man es direkt wieder wegmacht, ist auch nicht schlimm, aber das sollte jetzt da nicht runterlaufen und dann am Lack bleiben, weil dann frisst sich das bis morgen auf jeden Fall durch den Lack durch. Ja, so sieht es perfekt aus. So, jetzt ist die kleine Stelle, wo Rost war, komplett abgedeckt mit dem Rostumwandler.
Und das trocknet jetzt da und bildet eine Art Grundierung. Das müssen wir jetzt in einer Stunde nochmal wiederholen und dann 24 Stunden warten und dann kann es überlackiert werden und dann ist der Rost quasi behandelt. So, das sind jetzt die beiden neuen Anlasser. Das ist rein optisch, sehen die eigentlich so gut wie gleich aus, haben glaube ich auch so ziemlich die gleichen Maße. Außer, dass der hier 30 Euro günstiger war als der hier. Aber jetzt müssen wir erstmal den alten ausbauen, den daneben halten und gucken, ob es wirklich eins zu eins der gleiche ist. Denn ansonsten können wir nochmal einen neuen bestellen. Aber ich bin diesmal guter Dinge, denn bei den letzten hat immer hier diese Schraube gefehlt. Dieses Gewinde, was hier rausguckt, war bei denen, die mir geschickt wurden, immer nicht dran. Und das ist halt super wichtig. So, wir müssen jetzt hier erstmal die Abdeckung vom Motor abnehmen, damit wir besser an alles rankommen im Motorraum. Und ich merke gerade, wir haben einen Fehler gemacht. Der Motor ist nämlich noch total heiß von der Fahrt hierher. Und es kann sein, dass ich gar nicht den Anlasser abmachen kann, weil das ganze Blech drumherum noch viel zu heiß ist. Das könnte ein Problem werden. Das müssen wir gleich sehen. Ich muss da nämlich in Millimeterarbeit diesen Anlasser an diesen ganzen Schutzblechen rausbekommen und das sind alles so Hitzeschutzbleche. Kann sein, dass wir gleich gar nicht weiterkommen. Die sind noch fest. Da, hinter diesem Blech ist der Anlasser. Und das sind insgesamt zwei Schrauben, die ich rausdrehen muss. Das Blech ist an zwei Schrauben und aber die dritte Schraube, beziehungsweise es ist nur eine Mutter, die ist genau zentral unter diesem Blech, unter diesem Hitzeschutzblech. Und dieses Hitzeschutzblech ist brennend heiß, weil wir hier gerade hergefahren sind. Das bedeutet, ich muss halt in diese Lücke da unten, die ihr da seht, muss ich mit der Hand rein und dann mit den Fingerspitzen eine Schraube lösen. Und dabei würde ich mir jetzt die komplette Hand verbrennen. Das bedeutet, ich mache mal die Lampe aus. Das bedeutet, das war ein Denkfehler von mir leider. Wir können jetzt wieder nach Hause fahren und müssen das Auto abkühlen lassen, wahrscheinlich eine Stunde oder so. Und dann kann ich erst den Anlasser wechseln, wenn das Auto wieder komplett kühl ist. Ja, das ist jetzt ein bisschen dumm und ärgerlich, aber egal. Die rostige Stelle haben wir jetzt zumindest fertig bekommen und ihr, ja, werdet, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das Auto zu Hause abgekühlt ist. So, wir haben es jetzt 2-3 Stunden später. Es ist unglaublich, das Auto ist einfach immer noch warm. Ich habe jetzt mal die letzten 10 Minuten hier die Motorhaube aufgemacht. Guck mal, hier steht sogar Hot drauf. Und es ist unglaublich, wenn die Motorhaube auf ist, kühlt das exponentiell schnell ab. Wenn die Motorhaube zu ist, bleibt es über Stunden warm. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt hier mal eine coole Lampe hängen mit dem Diffusor. Wenn wir jetzt den Anlasser ausbauen, als allererstes müssen wir die Batterie abklemmen. Das machen wir jetzt als erstes. Da gibt es ein Minus- und ein Pluspol. Warte mal, hä? Bin ich gerade verwirrt. Eigentlich ist schwarz immer Minus, aber jetzt ist hier ein Pluszeichen drauf. Und rot ist eigentlich immer Plus und hier ist jetzt aber ein Minuszeichen. Ich habe es aber letztes Mal, als ich es abgeklemmt habe, habe ich auch den zuerst abgemacht, weil für mich schwarz immer Minus ist. Denn wenn man abklemmt, muss man immer als erstes Minus abklemmen und danach Plus. Und wenn du wieder ranklemmst, als erstes Plus ran und dann Minus. Rot ist aber Plus. Scheiße, jetzt bin ich verwirrt. Warum ist hier ein Pluszeichen auf? Das ist total widersprüchlich. Egal, ich mach's genauso wie letztes Mal. Ich klemme als erstes. Jetzt habe ich echt ein bisschen Schiss. Egal. Als erstes wird der geklemmt, dafür müssen wir die Mutter hier lösen. So. Ziehen wir den ab. Legen den hier hin. Gehen wir über zum anderen, machen aber genau das gleiche. Ich habe gerade drüber nachgedacht, ich wollte es nicht aussprechen. Ich wollte eben noch erwähnen, dass man das ja gegen den Uhrzeigersinn drehen muss.
Jetzt werden wir ein bisschen kürzen den Ausschnitt. Das ist ja lustig. Ich habe die ganze Zeit im Uhrzeigersinn gedreht, weil ich behindert bin. Aber das werden wir ein bisschen cutten, wie lange ich das versucht habe. Jetzt ist er auf jeden Fall gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Und jetzt geht es auch ganz einfach. Ich dachte, ich hätte jetzt einen Schlüssel geholt und hätte nochmal mit voller Kraft mit dem Schlüssel auch nochmal im Uhrzeigersinn gedreht. Ich habe immer so ein bisschen Angst, die Dinger anzufassen. Sage ich euch ganz ehrlich. So. Wir haben jetzt beide Pole gelöst. Das ist gut. Jetzt ist da unten der Anlasser. Warte mal, ich mache mal meine. Da. Hier hinter ist der Anlasser. Wir müssen jetzt als allererstes das Blech vorher abbauen. Ich bin da eben schon mal mit der Hand hingegangen. Ich krieg diese eine Mutter, kriege ich schon wieder nicht mehr lose mit der Hand. Das muss ich, ich weiß gar nicht warum. Habe ich einen Zehnerschlüssel? Ja, es ist ein Zehner. Was ich jetzt versuche, ist mit der Hand, mit dem Zehner, an die Mutter ranzugehen. Und das, vielleicht kann ich dann diese Nuss drehen, weil ich da mehr Grip habe. Das geht halt nicht. Ich komme so ran und muss mit meinen Fingerspitzen eine Mutter drehen. Und jetzt habe ich die Nuss rauf gemacht und müsste so hier. Geht nicht. Kriege ich gar keine Kraft hin. Der ist aber nicht schlimm. Denn die habe ich letztes Mal auch nicht abbekommen. Da habe ich den Anlasser einfach zusammen mit dem Blech ausgebaut. Das ist die Alternative. So, als erstes wird die Schraube hier gelöst. Damit wir nämlich dieses Ding hier abbekommen. Immer gut zur Seite legen, dass man sie wieder findet. Die Schraube unten kann drin bleiben. Was wir aber jetzt machen müssen, ist, dieses Ding hier müssen wir rausquetschen, damit dieses Kabel beweglicher ist. Das machen wir jetzt mit der Pumpenzange. Wenn wir das Ding zusammendrücken. So, jetzt sind nämlich die beiden Kabel hier lose. Das ist, glaube ich, der Sauerstoffsensor und ich weiß gar nicht, da unten ist die Lambda-Sonde oder so. Keine Ahnung, schieß mich tot, weiß ich nicht. Die eine ist hier unten. Drehen. Jetzt kommt der noch. Meine Schrauben sind gelöst. Jetzt können wir den Rest mit der Hand drehen. Das Schlimmste ist immer hier, dieser Abstand hier vorne. Man muss jedes Mal wie so ein Bekloppter in einer halben Hockposition stehen. Und das Schlimmste ist, wenn man beide Hände braucht. Dann kann man sich nämlich nicht mehr abstützen. Man hat instant Rückenschmerzen. Das ist wie in so einer viel zu niedrigen Küche, wo man die ganze Zeit arbeiten muss. Oh, fuck, ich muss abstützen. Und da ich mir unten auch schon wieder so ein scheiß Schlauch im Weg ist, dass man. Oh, ist schon los, okay. So. Schraube Nummer 1. Kommt man besser ran. Jetzt sieht man auch schon da, wie gerade ein Schlitz entsteht, weil sich der Anlasser da gerade löst. Oh, meine Hand fällt gleich ab. Ich meine, eigentlich ein kluger Tipp ist immer Handschuhe anziehen. Ich habe durch diese Handschuhe so wenig Gefühl in den Händen.
Geht nicht. Geht nur ohne Handschuhe. Weil man die Schraube auch fühlen muss. Ansonsten weiß man gar nicht, ob die sich dreht. Weil oft sieht man die ja gar nicht. So, jetzt ist die zweite auch draußen. Und jetzt fängt etwas. Jetzt fängt Millimeterarbeit an. Jetzt musst du hier wirklich neben mich kommen. Am besten näher zu anderen Seite. Ich brauche hier wirklich. Nee. Ich habe diese Schlauchung. So, jetzt kommt nämlich der Anlasser. Oh, hier ist noch heiß. Jetzt müssen wir den hier aus seiner Höhle bekommen. Das ist Millimeterarbeit. Okay. Da habe ich letztens echt, als ich den schon einmal ausgebaut hatte, habe ich bestimmt, weiß ich nicht, 5 bis 10 Minuten gebraucht, um den hier durch diese ganzen scheiß kleinen Kabel rauszumanövrieren. Ich klemmt irgendwo schon wieder. Mal kurz abstürzen. Okay, ich mache mir Pullover hier nicht dreckig. Also ich muss den jetzt hinten anheben, um vorne ein bisschen Luft zu bekommen. Hier ist die Mutter, von der ich gesprochen habe, da. Die habe ich mit der Hand eben nicht lose bekommen. So. Und die können wir jetzt hier erstmal abstellen. Denn jetzt müssen wir das Hitzeblech erstmal lösen. Einmal angedreht und schon lose. Zack. So einfach kann es sein. Jetzt haben wir da unten noch eine. Hätten wir vielleicht doch vorher lösen sollen. Hitzeblech. Das legen wir jetzt erstmal hin. Jetzt müssen wir nur noch Plus und Minus vom Anlasser lösen. Das eine ist hier oben. Kannst du ganz einfach mit der Hand machen. Und hier müssen wir wieder schrauben. Passt nicht. Das ist halt hier, was ich meine. Wenn man keine Handschuhe trägt, sieht die Hand sofort so aus. Aber ansonsten hätte ich die Schraube nicht so gut lösen können. Oh, das ist eigentlich. Ich brauche einen 12er. Ne? Die Schrauben und alles muss man immer gut lagern, sonst findet man die nicht mehr wieder. So, kommen wir zum Kofferraum. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit.
schon ziemlich baugleich. Das sieht gut aus. Hier sind die Löcher auf den Löchern. Da passt er durch. Also ich bin der Meinung, der sollte passen. So, als erstes müssen wir jetzt Plus- und Minuspol wieder anschließen. Erstens kommt der hier rauf. Ich weiß gar nicht, was eigentlich das Schlimmste ist, was passieren kann, wenn der nicht gedacht ist für das Auto. Ich glaube, es startet einfach nur nicht. So, das ist fest. Das ist wahrscheinlich Minus. Gummikappe kommt darauf, damit sich Plus und Minus wahrscheinlich nie berühren. Oder gegen Feuchtigkeit kann auch sein. Der hier wird einfach noch aufgesteckt. Plug and Play. Ja, und das war's. Jetzt müssen wir den da wieder unten rein manövrieren. Dann die beiden langen Schrauben reindrehen und dann kommt das Schutzblech wieder rauf zu guter Letzt. Und dann sind wir fertig. Dann kommt der Moment der Wahrheit. So, was ist das denn hier nochmal gewesen? Ach, das war wahrscheinlich hier einfach mit drauf. Ja, ich glaube, das ist Massepol oder so hat. Und wieder eine andere Nuss. Schlecht andrehen hier, weil dieser Scheißschlauch da unten im Weg ist an meinem Griff. Da muss ich so mit Kraft. Okay, das ist schon gut. So, jetzt machen wir noch einmal mit der Ratsche. Damit die Fahrt nicht abfallen. Jo, das ist fest. Das Auto jetzt einmal versuchen zu starten. So, diesmal im Uhrzeigersinn drehen. Geht nur ein Stück weg, ich will dich nicht berühren dabei. Schon. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es war einfach nur Plastik. Dieses Hochdrehen ist halt immer noch da. Das ist halt logisch. Das geht durch den Anlasser nicht weg. Ich bin aber der Meinung, es ist auch einfach so gewollt vom Auto, dass es so hoch dreht. Das müssen wir nochmal recherchieren, ob das andere Hyundais auch so haben.
Aber er hat nicht mehr nachgedreht, ne? Dieses Krick, dieses kurze Krick war weg. Ich starte mal nochmal. Ich starte noch einmal. Ja. Ja, bin ich zufrieden. Der Anlasser funktioniert und das war der günstige. Den anderen, der ist im Prinzip baugleich, kostet 30 Euro mehr. Der hat jetzt 70 gekostet. Der andere kostet 100 Euro. Den können wir wieder zurückschicken. Gut, dann muss ich jetzt nur noch das Hitzeschutzblech wieder ranbauen. Dann kommt hier die Klappe wieder rauf. Und dann ist das Auto fertig. Neuer Anlasser für 70 Euro. In der Werkstatt. Was hat er in der Werkstatt genommen? Hat wahrscheinlich ein Original genommen. Plus Arbeitszeit, Arbeitskosten. Kann man ja mal recherchieren, aber ich würde schätzen, bestimmt 300 bis 400 Euro in der Werkstatt. So, liebe Leute, wir sind jetzt wieder drin. Es ist alles zusammengebaut. Es funktioniert alles. Wir sind mit dem Auto auch kurz mal einmal die Ausfahrt hoch und runter gefahren. Beziehungsweise die Einfahrt. Und ja, läuft alles. Dieses nachdrehende Kratzgeräusch vom alten Anlasser ist auf jeden Fall weg. Also es war safe der Anlasser. Das Einzige, was mich halt immer noch so ein bisschen stört, ist dieses Hochdrehen. Wenn das Auto startet, dreht er direkt auf 2000 Umdrehungen hoch und man hört so, dann geht er langsam wieder runter. Das hatte er halt schon, als wir ihn auch gekauft haben. Und ich habe den Vorbesitzer gefragt, ob das immer so klingt. Also ja, das klingt immer so. Es ist irgendwie, also das ist ein Hyundai Santa Fe SM1 oder so, der hat anscheinend eine übelste Zugkraft. Vielleicht liegt es irgendwie da dran. Es gibt wohl auch viele andere Autos, die beim Start hochdrehen. Einfach nur, damit das Auto nicht absäuft, damit der Start besser läuft, falls es auch mal kalt ist, dass er da immer noch starten kann. Ich weiß es nicht. Ich habe es mal versucht zu recherchieren. Irgendjemand meinte da irgendwas mit einer Lambda-Sonde, aber es ist schrecklich. Also so Kfz-Foren kannst du komplett vergessen. Falls jemand von euch Ahnung hat und wüsste, woran das liegen kann, dass der so direkt beim Start auf 2000 Umdrehungen hochdreht und dann innerhalb von 10 bis 15, 20 Sekunden erst langsam runtergeht und auch nur beim Kaltstart. Wenn er einen Warmstart hat, geht er nur auf 1,1 hoch und bleibt da auch. Wenn jemand von euch Ahnung hat, woran es liegen könnte, schreibt mir gerne mal. Ja, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, mal ein Video der ganz anderen Art. Wenn ihr darauf Bock habt, dass ich auf zukünftige Reparaturen und Wartungen und Inspektionen am Auto und so mal videotechnisch dokumentiere, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen, weil ich muss jetzt demnächst bei meinem Auto auch wieder einen Ölwechsel, Luftfilterwechsel machen. Und wenn ihr darauf Bock habt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ansonsten danke für euren Support, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Georgia, I'm living, I'm having fun. Ain't got no patience, don't hit me up.